Mein süßer Bienenstock, ich bin endlich da. Oh, Nachwuchs. Hallo, Kleines. Wie ist dein Name? Großartig. Nun das Wichtigste zuerst. Lass uns dich das Fliegen einer Biene lehren. Na los, lasst uns die Flügel in Bewegung setzen. Wow, das war schon mal was. Jetzt geh in den Konstruktionsraum. Achte auf die goldenen Markierungen. Sie zeigen immer den Weg an. Wir haben einen besonderen Ort, an dem du lernen kannst, wie man eine Biene wird.
Flieg einfach durch diesen Spalt. Biene zu werden, musst du lernen, Pollen zu sammeln. Die Welt ist voller verschiedener Blumen, die unsere Augen in verschiedenen Farben sehen. Gewöhnliche Blumen sind weiß, ungewöhnliche sind grün, seltene gelb, epische Blumen sind rot. Und manchmal findet man eine violette, die legendäre Blume. Kannst du mir jetzt 4 epische Blumen besorgen? Thank you.
Tolle Arbeit, kleine Schwester. Und jetzt bist du voller rote Beete. Wir benutzen rote Beete als Power-Up, um schneller zu fliegen. Probier es aus. Du wirst dich wie eine Rakete fühlen. Thank you.
Wahnsinn! Das war schnell. Okay, eine letzte Sache. Eine richtige Biene weiß, wie man den gesammelten Pollen absetzt. Los, versuch es doch mal. Fantastisch! Du bist jetzt soweit. Folge dem Tunnel, um zum Bienenstock zurückzukehren. Ich kenne alle Grundlagen. Ich bin bereit, meine neuen Aufgaben zu beginnen. Zuerst sollte ich Mama besuchen. Ich meine, die Königin. Also, du musst sehr motiviert sein, was die Arbeit angeht. Das bin ich. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Es gibt viele verschiedene Jobs im Bienenstock. Spurbienen, Wachen, Pflegerinnen. Aber die meisten von uns sind Honigbienen, so wie ich. Wow, ich darf meinen Job selbst auswählen? Oh nein, sei nicht albern. Die Königin entscheidet. Du musst zu ihr gehen. Halt! Keine Bewegung! Warum näherst du dich unserer Königin? Still, meine Wachen! Lasst mein jüngstes Kind sich mir nähern. Nun, Kleines, du bist jetzt eine Honigbiene. Flieg in die Welt hinaus. Sammle Pollen für den Bienenstock. Einige Bienen haben mich heute gefragt, wofür Drohnen gut sind. Nun weißt du, sie haben ihren Nutzen. Thank you.
Hoppla! Apropos Verkehr, ich muss vorsichtiger sein. Alles klar, lasst uns ein bisschen Pollen sammeln.
Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Es ist an der Zeit, ihn zurück in den Bienenstock zu bringen.
Da drüben ist eine Biene. Und sie sieht nicht gut aus. Ich sollte nachsehen, ob ich ihr helfen kann. Hallo, geht's dir gut? Brauchst du Hilfe, um in den Bienenstock zurückzukehren? Was? Ich fühle mich nicht besonders gut. Alles dreht sich. Du, lass mich allein. Warte! Ich will dir helfen. Ich habe Angst. Was geschieht mit mir? Neugierige kleine Biene. Du wirst dafür bezahlen, dass du meine Mahlzeit störst. Oh ja, wir werden sehen.
Das ist für mich. Aber warte einfach ab. Hey, es ist sicher. Jetzt kannst du rauskommen. Du kannst nach Hause gehen. Ich erinnere mich jetzt. Ich habe ein Stück von einem faulen Apfel gegessen. Er schmeckte wirklich komisch. Oh, mir ist so schlecht. Keine Sorge. Sie werden dir helfen zurück im Bienenstock. Schließlich sind wir eine Familie. Danke. Das war ein guter Arbeitstag. Es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Thank you.
regnet von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Oh, Menschen. Sie waren noch nie so nah. Was wollen Sie mit unserem Baum? Wow, ich habe so viel Pollen. Bevor ich mehr sammle, muss ich das hier zurück in den Bienenstock bringen. Die Menschen versuchen, unseren Baum zu zerstören. Sie haben vorerst aufgegeben, aber bald werden sie zurückkommen, um uns unser Zuhause wegzunehmen. Habt keine Angst. Von diesem Tag an sind alle Spurbienen, aber nur sie, verpflichtet, nach einem neuen Ort für unseren Bienenstock zu suchen. Alle anderen sollen zurück zu ihren Aufgaben gehen. So viel Pollen? Bevor ich mehr sammle, muss ich das hier zurück in den Bienenstock bringen. Zurück an die Arbeit. Wir brauchen noch mehr epischen Pollen für den Winter. Aber epischer Pollen ist schwer zu finden. Es kann an der Zeit sein, unsere Bibliothek zu besuchen. Ja, es gibt viele Orte mit gutem Pollen. Ich sollte rausgehen und sie mir ansehen. Wie geht's? Hey!
Du bist fleißig wie eine Biene, oder? Hey, ich hab dich in der Bibliothek gesehen. Komm, lass mich dir etwas sagen. Du hast nach epischem Pollen gesucht, oder? Du solltest es mal im Zoo versuchen. Es gibt dort eine nette Dame mit tollen Blumen. Ich werde tanzen, um dir den Weg dorthin zu zeigen. Ich fliege sofort in den Zoo. Möge der Pollen mit dir sein. Hühner. Schreckliche, furchterregende Dinger. Sie legen Eier, wie wir. Aber ihre Larven essen kein Honig. Sie essen Bienen.